Ja, vielleicht fangen wir damit an, wie haben Sie diese demokratische Wende, diese Wende 1989, die Grenzöffnung, die Maueröffnung erlebt? Leider nicht live, sondern ich war ja weit weg in Mexiko. Das hat mich geradezu traurig gemacht, weil ich ja nun eigentlich mit der Mauer groß geworden bin. Und als sie dann fiel, war ich eben sehr weit weg und hing dann am Fernsehen und habe Tränen in den Augen gehabt, weil ich dachte, da müsste ich jetzt sein, als ich die Leute da oben auf der Mauer gesehen habe. Ja, und dann war ich natürlich auch sehr euphorisch, wie wir alle. Ich habe damals in Mexiko an einer deutschen Schule gearbeitet und an dem Tag ging gar nichts. Also da waren wir irgendwie alle so ein bisschen betäubt vor ja, Ungläubigkeit. Und ja, dann bin ich ja erst letztlich fast ein Jahr später nach Deutschland gekommen mit der geöffneten Mauer oder eben dann Grenze. Und da war, glaube ich, die große Euphorie schon weg. Ja. Ja, es ging ja dann relativ schnell. Die Euphorie war da, die Sie aus der Ferne dann verfolgt haben. Aber Sie haben ja die Mauer ja lange Jahre aus Berliner Sicht erlebt. Was haben Sie da so für Geschichten erlebt mit und an der Mauer? Naja, es war so, dass ich selbst 7 Jahre alt war, als die Mauer gebaut wurde. Das heißt also, ich habe allerdings natürlich als Kind so bewusst das nicht erlebt, dass es da eine DDR gab und da, oder West-Berlin. Aber ich wusste von meiner Mutter, dass ich in Ost-Berlin geboren bin. Also in Kaulsdorf, das ist ein Stadtteil von Lichtenberg, Berlin-Lichtenberg. 1954 und 2 Jahre später ist meine Mutter, so wie ganz viele aus der DDR, dann auch in den Westen abgehauen, geflohen. Da war ich 2 Jahre alt, also ich habe das natürlich nicht bewusst mitbekommen. Nach West-Berlin, ja? Nach West-Berlin, genau. Wir hatten da auch Bekannte, Verwandte und sie musste da auch erstmal ganz normal so ein Durchgangsheim, da, also sie war ja Flüchtling, also sie zählte ja als Flüchtling. Und wir hatten aber eben in Kaulsdorf, da wo ich geboren bin, da wo meine Mutter auch gearbeitet hatte als Krankenschwester, hatten wir so zwei nette Bekannte, bei denen hatten wir auch gewohnt. Meine Mutter wohnte da zur Untermiete. Fischers, Onkel und Tante Fischer hießen die auch bei mir. Und ich habe dann die öfter besucht, war dann damals aber, weil meine Mutter ja Republikflüchtling war, die hat sich nicht mehr rüber getraut. Und ich war ein Kind von einem Republikflüchtling. Ich wollte aber ganz oft zu Onkel und Tante Fischer, weil die so einen schönen Garten hatten. Und dann wurde ich immer als Hänschen verkauft. Das heißt also, ich sah dann aus wie ein Junge. Ich bin auch sowieso gerne so in Lederhose rumgelaufen. Und die Nachbarn, die ja meine Mutter eigentlich kannten, die dachten, das sind alles Freunde, das ist Hänschen und fertig. Da habe ich dann ganz oft so irgendwelche Wochenenden oder auch eben eine Zeit verbracht mit in dem Garten. Ja, und 1961, in den Sommerferien, in meinen ersten Sommerferien, ich war 7 Jahre alt, sollte ich die Sommerferien wieder bei Onkel und Tante Fischer verbringen im Garten. So, und wurde dann auch so gemacht. Ich war dann also da schon ein paar Tage, ich weiß es nicht mehr, vielleicht auch schon ein bisschen länger. Ja, und an diesem besagten 13. August, daran erinnere ich mich, meine 7 Jahre ist man ja auch nicht mehr ganz so, dass dieser Onkel Fischer sehr aufgeregt immer am Radio hing und das Radio hörte und sagte, da passiert irgendwas mit der Grenze und die bauen da wohl eine Mauer oder so. Naja, wir müssen mal gucken, wenn man dann, wenn du wieder zurück sollst, wenn die Ferien zu Ende sind, dann müssen wir dir wohl so einen Passierschein irgendwie besorgen. So, ja, gut, ich bin wieder in den Garten gegangen. Ja, und irgendwie so um die Mittagszeit stand plötzlich unsere Nachbarin aus West-Berlin, also wo ich mit meiner Mutter wohnte, in Lankwitz, stand plötzlich mit einem ihrer Kinder da bei Fischers im Haus. Und ich dachte, schön, die besuchen mich, war ganz erfreut so und dann waren die aber ganz aufgeregt und ja, du Hannelore, du musst dich beeilen, wir müssen nach Hause fahren. Ich war sehr sauer, weil ich ja noch gar nicht fertig war mit meinen Ferien und überhaupt. Naja, und dann war es im Nachhinein so, dass sie also mit ihrem einen Kind und mit mir Tasche gepackt nach West-Berlin, zurück nach Hause mit der S-Bahn und im Nachhinein ist es so gewesen, sie hat zwei Kinder. Und damals war ja, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, in den Ausweisen stehen ja die Kinder so als Name da hinten drin. Sie hat ein Kind mitgenommen und hat dann, sie musste auch, das erinnere ich mich, sie musste auch ein paar Mal ihren Ausweis zeigen, also so eine kleine Kontrolle da in der S-Bahn. Und dann hat sie immer gesagt, hier sind meine beiden Kinder und so, wir fahren nach Hause und so. Und dann waren wir tatsächlich irgendwann wieder in Lankwitz.
Und ja, meine Mutter, die dann wahrscheinlich wie auf Kohlen saß, die dann mich in die Arme nahm und ich habe nur Bahnhof verstanden, ne? Ich wusste ja gar nicht, was das da Sache ist. Also ich habe das jahrelang eigentlich nicht verstanden. Es war dann ja irgend so eine Mauer da. In Langwitz kriegt man das nicht mit, die ist weit weg. Und was ich immer machen sollte, ich sollte immer an jedem 13. August dieser Frau Dunker, so hieß unsere Nachbarin, einen Blumenstrauß bringen und mich bedanken für die Rettung. Ja, und also diese Bedeutung habe ich eigentlich erst, als ich dann Geschichte studiert habe und ja, auch gehört habe, dass ja auch wirklich viele, viele Kinder oder auch eben Familien da auseinandergerissen wurden. Ne? Also ich habe meine Mutter später gefragt, sag ich, was hättest du dann gemacht, wenn Frau Dunker mich nicht geholt hätte? Ne? Ja, sagt sie, dann hätte sie mich wohl geholt, aber dann wären wir wahrscheinlich beide im Osten geblieben. Beziehungsweise pff, sie als Republikflüchtling, weiß man nicht. Ne? Also was, ob sie dann hätte irgendwie. Na, ich glaube nicht, dass ich bei meiner Mutter groß geworden wäre. Also, pff, also diese Bedeutung ist mir natürlich erst viel, viel später klar geworden. Jetzt gehören ja nun die neuen Bundesländer zu Deutschland, also dazu. Und auch wenn wir Richtung Osten schauen, sind ja noch andere Länder zu Europa dazugekommen. Welche Hoffnungen, welche Erwartungen waren aus Ihrer Sicht eigentlich da? Welche sind erfüllt, welche sind nicht erfüllt? Also auf jeden Fall war natürlich eine Riesenerleichterung, dass dieser Ost-West-Konflikt zu Ende war und dieses ganze sich bedrohe da gegenseitig. Also das ist schon auf jeden Fall eine große Hoffnung gewesen. Ist es eigentlich immer noch. Also ich finde schon, dass Europa sich ja toll macht. Also ich finde ja auch mit den ganz vielen osteuropäischen Staaten, die dabei sind, wobei das auch wiederum, finde ich, schon ein bisschen traurig ist, dass die nun so ganz oft sich sperren, also da ja so leider Tendenzen sind, die Europa ja eher ablehnen. Das finde ich ja schon ein bisschen traurig, bedenklich. Aber insgesamt ist die Idee großartig. Also Europa, freue mich auch, dass die Wahl ja eben doch von der Beteiligung her ganz erfreulich war. Und dass es nicht so schlimm wurde, wie wir befürchtet hatten, also so mit den rechtspopulistischen Parteien, aber noch schlimm genug. Und ich freue mich, dass Jugendliche da auch mehr Interesse dran haben. Also in der Schule haben wir da auch viel drüber gesprochen, auch nochmal klarzumachen, ja, dass wir über 70 Jahre Frieden haben, aus dem Grunde, weil wir Europa haben. Ne? Und eigentlich habe ich große Hoffnung, ja, dass die alle ein bisschen zur Vernunft kommen, die da gerade so ein bisschen rumspinnen in Italien, Polen. Was sind ja doch einige Länder, die da gerade Regierungen haben, die, naja, nicht so europafreundlich sind. Ne? Wenn Sie auf Ihre Schülerinnen und Schüler schauen, das ist ja eine ganz junge Generation, die sich heute vielleicht ein bisschen mit Europa, aber das Thema, das Hauptthema der jungen Generation ist ja im Moment der Klimawandel, der Umweltschutz, der Klimaschutz, der ja auch nicht mehr national zu lösen ist, sondern international nur Lösungen braucht. Wie würden Sie das einschätzen? Ist da Europa noch gespalten bei dieser Generation Ihrer Schüler, die Sie in den letzten Jahren entlassen haben? Also jetzt Ost-West-mäßig? Ja. Nee. Also die wissen ja oft gar, also das ist so weit weg für die. Ich meine, 89, da sind die ja alle noch gar nicht geboren. Also die erzählen dann manchmal von Großeltern, dass die da was von wissen. Ne? Also ich hatte neulich im Unterricht sogar eine Mutter war es allerdings, eine Mutter von einem Schüler, die als Zeitzeugin mit in den Unterricht kam und hat eben die in der DDR bis 19 groß geworden ist. Und aber die jetzige Generation, also das ist ein anderes, das ist ein Thema, was die eigentlich wirklich weit, weit weg Geschichte halt. Ne? Also kann man die Hoffnung haben, Europa wird noch stärker durch die neue Generation? Hab ich schon, ja. Also die neue Generation, glaube ich, die hat es besser verstanden als einige Ältere, die da ja wieder so irgendwelche Nationalismen haben wollen. Das ist ja im Moment gerade so sehr der Trend, ja. Ja, wir haben ja jetzt auch bei der Europawahl vor knapp 2 Wochen das Abstimmungsverhalten der Bürger im Osten Deutschlands gesehen und im Westen Deutschlands, im Osten, ja gerade in den ländlichen Bereichen, in dem weiten Land, sehr viele, die die AfD gewählt haben,
die fremdenfeindliche Stimmung macht, die populistische Bewegung unterstützt wie Pegida, die ja sehr, sehr ja, das Fremde ablehnen. Was würden Sie sagen, gerade im Osten Deutschlands, woran könnte das liegen, dass die Menschen dort ja, so denken und das Fremde ablehnen? Naja, ich, sagen wir mal, ein bisschen verstehe ich es an einigen Stellen, das war ja schon Gewalt ja Umbruch. Also für viele, die in der DDR gelebt haben und jetzt mit einmal alles nicht mehr zählte, also das ist schon ein Hammer, glaube ich. Und gerade für die Älteren, die dann eben auch keinen Schwung mehr haben, da irgendwie so aufzubrechen. Und ja, ich würde einfach sagen, das ist bedenklich, gar keine Frage. Aber es sind Ängste, ganz deutlich Ängste. Und diese Angst vor Fremden liegt mit Sicherheit auch daran schon wieder was Neues. Und das ist interessanterweise ja nun gerade die so viel Ängste haben, die so wenig mit denen eigentlich Kontakt haben, also mit irgendwelchen Fremden. Was würden Sie sich von den neu gewählten Europaabgeordneten wünschen für die Zukunft Europas, dass dieses Friedensprojekt auch weiter stabilisiert wird und weiterlebt? Ja. Ja, ich würde mir wünschen, dass mehr Miteinander irgendwie, weniger Misstrauen irgendwo zwischen den Staaten ist. Es ist ja jetzt eher so ein Misstrauen. Aber wie man das lösen kann, tja, Ist eine Herausforderung das ist eine für Herausforderung, Europa, ja. ja. Also Jugendliche können da wirklich eine Hoffnung sein. Die, glaube ich, sind echt viel weiter und auch unkomplizierter und hängen nicht so an alten Strukturen.